noch eine Route draußen? Nee. Hä? Die Wasserschutzpolizei mit der Fischereikontrolle. For the victory lap, though. Whoa, whoa. Ui, 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 ui. Ja, bei so einer Aktion hat man natürlich hier im Stadtgebiet auch einen Haufen Zuschauer. Ihr könnt ja mal da hochgucken an die Brücke. Hi, ich grüße euch bei mir zu Hause, nass wie ein Pudel. Ich bin gerade dabei, das Boot zu packen und mein ganzes Angelzeug zu organisieren. Wir haben Verrücktes vor. Wir wollen Hecht, Barsch, Zander, Rapfen und am besten noch einen Wels fangen. Alles aktiv. Die Köder dafür sind schon vorbereitet. Die werden jetzt noch im Boot verstaut. Heute Mittag wird das Sauwetter hier vorbei sein und wir werden in den nächsten Tagen richtig hohe Außentemperaturen erreichen. Temperaturen weit über 30 Grad. Und da müssen ganz bestimmte Köder, wie zum Beispiel unsere Tauwürmer, aber auch Köder für uns. Y-Food schmeckt natürlich eiskalt jetzt im Sommer am besten. Und abends für den Grill, das Grillfleisch, schön kalt gehalten werden. Und da habe ich ein ganz cooles Produkt bei den letzten Touren dabei gehabt. Besser gesagt, eine Produktgruppe, eine Palette bestehend aus drei Produkten. Uiuiuiui, da knallt es ganz schön. Aber wie sagt man, nach dem Gewitter kommt Sauerstoff ins Wasser, Luftdruck ändert sich ein bisschen und die Räuber werden bestimmt hoffentlich ganz aktiv unsere Köder attackieren. Und während des Angelns, damit unsere Lebensmittel und die Köder, die in die Kühlung rein müssen, schön cool bleiben, habe ich eine ganz, ganz tolle Lösung am Start und die werde ich euch in aller Ruhe bei dem Trip mal vorstellen. Jetzt heißt es noch das Ganze zusammenpacken, ab in Bulli. Eins kann ich euch schon mal verraten, die Kühlung läuft gerade und sogar bei dieser Wetterlage reicht das Tageslicht aus, um den Kühlschrank zu betreiben. Wahnsinn! Was ist genau mit dieser Kühlmöglichkeit für Angler, Camper, Wohnmobilfahrer, einfach Leute, die gerne draußen unterwegs sind und dabei auf kalte Getränke während der warmen Jahreszeit nicht verzichten wollen, auf sich hat, das erfahrt ihr später auf dem Boot. Jetzt geht es erstmal direkt ab ins Wasser und da sehen wir uns wieder. Wir sind an der Slippe angekommen. Da unten ist unser Weg ins Wasser. Müssen wir noch das ganze Angelzeug, was im Bulli ist, ins Boot schmeißen. Und dann geht's los. Zur Kühlbox, kühlt richtig gut alles runter. Der Regen hat auch aufgehört. 26, 27 Grad hat es im Auto angezeigt. Das läuft. Aber jetzt fahren wir erstmal raus. Wetter geht jetzt auf, die Wolken verziehen sich und es wird schon richtig, richtig warm. Was haben wir vor? Ja, ich habe es ja zu Hause den Mund richtig voll genommen und habe gesagt, wir wollen probieren, fünf unterschiedliche Räuber beim aktiven Angeln zu fangen. Für mich einer der effektivsten Köder, um facettenreich auf Raubfisch zu angeln, um möglichst viele verschiedene Räuber abklappern zu können, sind Wobbler. Vor allen Dingen jetzt in der Sommerzeit kann man die sehr facettenreich führen. Es gibt ganz viele Modelle und wir haben auch ganz viele Modelle am Start dabei. Schlanke Wobbler. Dann so wulstige Wobbler mit einer kurzen Tauchschaufel. Hier seht ihr den Quantum Mens, den 8-, mit dem habe ich schon viele unterschiedliche Räuber an einem Tag
fangen können. Das ist ein schöner, wulstiger Wobbler mit einer kurzen Tauchschaufel. Könnt ihr ganz toll führen. Oder aber auch Wobbler mit einer langen Tauchschaufel, die schön gleich tief an der Packung runterrattern. Ihr seht es ja auch gerade, wo wir hier lang driften. Wir driften den Neckar gerade runter, entlang der Steinpackung. Wir probieren unsere Köder mit kurzen Würfen vom Boot an die Steinpackung zu werfen und dann die Kante runterzuführen. Da stehen die meisten Räuber, da steht der Hecht, da steht der Zander, da steht der Barsch, da steht auch der Rapfen und unten am Packungsfuß lauert der Wels. Yeah. Yeah. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Durch so ein großes Sammelsorium unterschiedlicher Wobbler könnt ihr natürlich auch alle Situationen abklappern, je nach Sonneneinstrahlung, je nach Wetter, je nach Licht, je nach Strömung am Fluss oder im See, wo ihr unterwegs seid, kommen unterschiedliche Modelle zum Einsatz und die Raubfische stehen einfach drauf. Ja, mit einem Gummifisch, behaupte ich, könnt ihr nicht so facettenreich angeln, aber mit einem Wobbler, ich habe jetzt hier so eine ganz natürliche Farbe jetzt mal für den Anfang drauf gemacht, das Wasser ist relativ klar. Ich bin der Meinung, dass man mit so einem Köder alle 5 Räuber fangen kann. Wenn man natürlich auch ein Quäntchen Glück dabei hat. Wir werden jetzt mal anfangen mit dem Angeln. Nehmt euch mit, zeigen euch mal ein bisschen, was passiert. Heute Abend, wenn es dann dunkler wird, wird meiner Meinung nach eher so die Zanderphase kommen. Das ist ja eher ein Raubfisch, vor allem bei dem klaren Wasser jetzt, der in die Dämmerungsphase, in die Nacht rein sehr aktiv wird. Und da werden wir dann auch probieren, Wels aktiv zu fangen. Wenn der Wels nicht auf Wobbler kommen sollte, probieren wir ihn mit dem Wallerholz und mit dem Klonkteaser hier zu ärgern. Die Tauwürmer sind ja bereits gut gekühlt in unserer Kühlbox. Die sind heute Abend auf jeden Fall einsatzbereit. Also eine ganz spannende und facettenreiche Fischerei wird uns heute erwarten. Und ich bin gespannt, wie viele unterschiedliche Räuber wir mit einem Wobbler hier verführen können. Da haben wir schon mal einen von den 5, die wir uns vorgenommen haben zu fangen. Hier im Schatten unter den Brücken stehen auch die Barsche. Den hat er fressen gewollt. Barsch läuft. Auf die Barsche hier am Neckar ist immer Verlass. Hier im Hintergrund seht ihr noch mal die Brücke, wo er kam, im Schatten drin. Na, ich hoffe halt, dass dieses richtig warme Wetter mit dem blauen Himmel, die letzten Wolken haben sich jetzt auch verzogen. Heute Nachmittag soll es noch mal ein bisschen zuziehen. Uns keinen großen Strich durch die Rechnung machen. Und es ist schon auffällig, wir sind jetzt oben an der Packung runtergetrieben. Da war relativ wenig los. Und kaum kommen wir in den Schatten von der Brücke, steigt ein Barsch ein. Ich werde jetzt nochmal den Köder wechseln. Einen Wobbler nehmen mit einer längeren Tauchschaufel, der direkt auf Tiefe geht. Der Wobbler, auf den eben der Barsch kam, hat ja eine relativ kurze Tauchschaufel, also läuft eher oberflächennah. Aber hier an den Packungen ist es halt oft so, dass die Fische direkt an der Oberfläche stehen und die Räuber da lauern, weil die ganzen Grundeln und kleinen Beutefische auch in den Steinen da Schutz suchen und umherschwirren. Aber jetzt geht es eine Etage tiefer. Ich werde jetzt mal einen Köder benutzen, der so auf 3 Meter gleich runter geht.
Seht ihr hier mal den Unterschied der Tauchschaufel, der gleich abrattert. Denn vielleicht stehen ja die Räuber ein bisschen weiter unten und lauern da auf Beute. Und das ist halt das Coole am Wobblerangeln. Man kann ganz facettenreich agieren, kann durch unterschiedliche Modelle ständig seine Angeltiefe, seine Angelgeschwindigkeit, seine Angelart ein bisschen wechseln und bleibt so immer, im besten Fall, hart am Fisch. Voll Einschlag. Hier spritzen überall die Weißfische weg. Ich denke, das ist unser nächster Zielfisch. Ich schätze, das könnte ein guter Rapfen sein. Und ihr seht, wir sind wieder unter einer Brücke. Im Schatten sind die Räuber. Es gibt gut Gegenwehr. Langsam machen. Oder ein Wels. Weil er hochkommt, tut er jetzt nicht. Von der ersten Flucht sah es aus wie ein Rapfen. Fisch bleibt stur in der Tiefe. Guck mal, dass ich schon ein bisschen rausfahren kann. Vom Ufer weg. Also wenn das ein Rapfen ist, ist es ein Riesenrapfen. Ich schätze, es ist schon fast eher Waller. Kommt da langsam hoch. Wels, ja. Uiuiuiui. Das dünne Fluorocarbon vorne drauf. Bei so einer Aktion hat man natürlich hier im Stadtgebiet auch einen Haufen Zuschauer. Ihr könnt ja mal da hochgucken an die Brücke. Da haben sich einige Leute jetzt schon versammelt, die uns gespannt zugucken, was wir denn hier an der Angel haben. Die Brückenpfeiler, ich sag's euch. Sonne am Himmel. Schatten unter der Brücke, dort knallt es dann. Bin mal gespannt, ob wir den kriegen. Vierzehner geflochtene. Ja, eigentlich zum zum normalen Wurfangeln auf die normalen Räuber gedacht. Ist jetzt schon spannend und adrenalinreich. Ich hoffe bloß, dass das Fluorocarbon hält. 35er haben wir vorgeschaltet. Habt ihr gesehen, der Waller? Kein schlechter. Komplett weginhaliert.
abgesackt, eingenetzt. Wahnsinn. Schaut den euch an, den geilen Wels. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Sieht man nicht mal mehr einen Köder rausgucken. Komplett weggezogen. Jetzt werden wir schleimig. Mit der Spinnrute ist doch geil, oder? Krasser, krasser Drill. Geiler Fisch. Schaut mal, wie er den weggeballert hat. Den wollte er fressen. Den wollte er fressen. Unterm Brückenpfeiler. Kleiner Köder mit einer großen Wirkung. Absolut verrückt. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich den Wels mit euch beim Klopfen fangen heute Abend. Und jetzt steigen sie tagsüber auf die kleinen Wobbler ein. Wahnsinn. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall ein kaltes Erfrischungsgetränk verdient. Kühlbox ist auf 4 Grad eingestellt. Hier drin ist alles richtig fresh. Da kommt richtig Kälte raus. Den Würmern geht's gut. Und unsere Getränke sind eiskalt. Ja. Könnt mal gucken, wie das Wasser hier beschlagen ist. Es ist fast gefroren. Schnell wieder zurück. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal mir auch ein Bad gönnen. Das ist so warm jetzt. Dreht richtig der Planet heute runter. Ich springe jetzt mal hier schnell rein in den Neckar. Hoffentlich beißt mich kein Waller in meinen großen Fußzeh. Kurz abkühlen und dann geht's weiter. 2 Fische von 5 Fischarten, die wir fangen wollen eigentlich. Rapfen, Hecht, Zander. Die fehlen uns noch in der Sammlung. Sonst haben wir es eigentlich schon im Kasten. Ja. Bin gespannt. Komplett eingesudelt von oben nach unten. Guck mal, hier unten schon eine Wespe am Fuß. Die schlotzen den Wallerschleim runter. Lacht bitte nicht über meine Entenunterhose. Aber die darf jetzt nicht nass werden alles. So ein paar Stunden noch angeln. Oh. Oh. Oh, das tut gut. Wasser hat zwar auch 23, 24 Grad, aber das ist auf jeden Fall eine Erfrischung. Oh, herrlich. Im Hintergrund, dort seht ihr einen ganz, ganz spannenden Spot hier im Hafen. Neben der Steinpackung ist natürlich auch die Kaimauer. Also die komplett begradigten Gebiete, wo die großen Schiffe hier anlegen, ein Hotspot. Wenn dort solche Wassereinläufe sind von den Firmen, weiß nicht, was da rausläuft, aber auf jeden Fall läuft irgendwas hier in den Neckar rein. Es gibt Sauerstoff, das Wasser wird an der Oberfläche versprudelt, das können immer Spots sein für einen Räuber. Und oftmals stehen dort Rapfen in solchen Gebieten und da werden wir jetzt mal probieren, einen Rapfen abzuholen. Vielleicht haben wir Glück, ist einer zu Hause. Die Bewegung, die ihr bei Andi da in der Route seht, ist ein Beschleunigen des Köders. Das bedeutet, wenn wir den Wobbler rausgeworfen haben, können wir Angler entscheiden, wie er unter Wasser auch läuft. Manchmal kann ein ganz stumpfes Einholen des Köders erfolgsversprechend sein, aber oftmals sind auch Beschleunigungen im Laufen des Köders ganz, ganz wichtige Dinge, um den Raubfisch zum Biss zu animieren. Das bedeutet, ich werfe meinen Wobbler raus, kurbeln dann erstmal auf eine bestimmte Tiefe, je nachdem wie tief er läuft, und dann während dem Kurbeln ziehe ich immer wieder meine Rutenspitze. Das bedeutet, in dem Fall läuft der Wobbler ganz normal durchs Wasser und beim Anziehen der Rutenspitze, während ich kurbel, gehe ich in eine richtige Beschleunigung rein. Der Köder wird nochmal beschleunigt,
Dann könnt ihr dann mal kurz abbremsen, stehen lassen, also das Kurbeln aufhören, die Rute ganz kurz stehen lassen, dann bleibt der Köder auch im Wasser stehen. Bei einem schwimmenden Wobbler geht er dann wieder leicht etwas hoch, steigt auf, dann wieder ankurbeln, Rute ziehen, beschleunigen, Wobbler geht wieder runter und so könnt ihr das Laufverhalten eures Köders entsprechend der Fischart, die ihr fangen wollt, anpassen. Und der Rapfen steht auf schnell geführte Köder, auch gerne mal mit Spin-Stops an solchen Spots, wie ihr sie da im Hintergrund seht. Aber jetzt müssen wir noch einen fangen. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Wenn wir eine Route draußen nehmen. Die Wasserschutzpolizei mit der Fischereikontrolle. Hatten wir eben eine nette Kontrolle von der Wasserschutz. Aber natürlich war bei uns alles in bester Ordnung. War alles gut. Da hauen sie gerade ab, die Jungs. Und wir angeln weiter. Eben gab es einen schönen Volleinschlag an der Packung. Ich habe einen Futterkorb mit Vorsystem gefangen. Eine Perle ist auch noch dran. Also Aufruf an euch, falls jemand von euch einen 60 Gramm Futterkorb vermisst mit einer blau-schwarzen Perle, einem Wirbel oben dran, wo der Futterkorb eingehangen ist und ein bisschen Vorfachschnur, kann sich bei mir melden. Ich habe ihn eben mit meinem Wobbler gefangen. Hecht, 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 Hecht. Der Hecht ist da, ist doch Wahnsinn. Schönen Einschlag gehabt beim Werfen, hat jetzt wieder eine Zeit lang gedauert. In der Hitze gar nicht so einfach. Ich habe auch meine Kopfbedeckung mal gewechselt. Das Tuch kann ich permanent nass machen. Und Andi eben einen schönen Neggerhecht abgeholt. Fischart Nummer 3 unserer To-Do-Liste ist abgehakt. Die dritte Fischart ist im Kasten. Ich habe schon wirklich gedacht, ich habe vielleicht den Mund etwas zu voll genommen. Ist ja auch komplett verrückt zu sagen. Man geht hier in Deutschland an einen ganz normalen Fluss, wo jeder andere auch angeln darf und fängt alle 5 Fischarten mit Kunstködern. Ja? Also Waller läuft, Barsch läuft auch und jetzt sogar den Jackpot mit dem Hecht. Da habe ich eigentlich so nicht so richtig dran geglaubt, aber der Hecht kam auch, 77 cm, ein toller Neckerhecht, auf den Köder hier kam er, Naturfarben, ein relativ kleiner Köder auch, weil überall hier an der Wasseroberfläche auch kleinere Brutfische rumschwimmen. Beim Werfen jetzt wieder dicht an der Steinpackung, drüben an der Packung, da kam der Einschlag beim Andi. Und jetzt schauen wir mal, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Zander und den Rapfen. Und wenn das alles klappt, das wäre ein Highlight. Aber ich denke, wir geben Gas, wir probieren es aus auf jeden Fall und angeln mal weiter. Nein! Das war unser Rapfen. Kurz vorm Boot ausgestiegen. Vielleicht kommt noch einer, aber das wäre der Rapfen jetzt gewesen. Ihr habt ihn, glaube ich, gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Hier vorne an der Packung. Ah, die Sonne ist jetzt weggegangen. Ist dunkler geworden. Und hier vorne an der Packung kam der Einschlag. Das wäre der vierte Fisch gewesen. Die vierte Fischart, die wir fangen wollten. Aber kurz vom Boot ist er weg. Müssen wir nochmal probieren, einen zu kriegen. Dran war er. Zum Greifen nahe.
Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Andi hat den nächsten Taker. Bin mal gespannt, was das jetzt ist. Schöner Bock. Was ist denn jetzt? Der ist gleich weg, Andi. Der ist gleich weg. Das ist doch mal ein fetter, fetter Barsch. Ein richtig toller Neckarbarsch. Der wandert jetzt auf jeden Fall in unseren Kühlschrank. Den werden wir heute Abend schmecken lassen. Vielleicht kriegt man noch einen dazu oder noch einen Zander. Ein schöner Barsch, das gibt ein ganz leckeres Abendessen. Der wandert jetzt auch noch in unseren Kühlschrank. Wir haben uns jetzt mal hier in den Schatten der Brücke verzogen. Es ist wirklich richtig, richtig heiß. Andi beackert jetzt noch mal den Spot, wo ich den Wels hatte. Das war hier drüben an dem Brückenpfeiler, wo das Gemäuer runtergeht. Da kam der Einschlag. Und mein Vorfach wurde bei dem Wels jetzt richtig in Mitleidenschaft gezogen. Aber es hat gehalten. 35er Mono hat es mitgemacht, aber es ist jetzt schon gut ramponiert und ich werde es auf jeden Fall jetzt mal wechseln. Das Vorfach hier war drauf in der 35er Stärke und ich werde jetzt einen 40er montieren. Durch die Waller-Aktion, wenn die Waller so aktiv sind, ist es wahrscheinlich besser, eine Nummer sicherer, eine Nummer dicker zu angeln. Und ein 40er Vorfach ist auch überhaupt kein Problem. Andi hat gerade einen Fisch, während ich hier laber, am Brückenpfeiler. Mit dem Wobbler. Okay. Rapfen, rapfen, rapfen. Das ist doch verrückt, oder? Während ich euch gerade erzählen will, welches Vorfach bei uns montiert ist, haut Andi am Pfeiler, wo ich vorher den Wels hatte, einen Rapfen raus. Jetzt brauchen wir nur noch einen Zander. Und dann haben wir alle 5 Fischarten im Kasten. Vielleicht klappt's ja. Mega. Wahnsinn. Da bin ich wieder. Den Rapfen abgefilmt. Wirklich verrückt, ja. Das sind so die verrückten Momente, wenn man so ein Video macht. Andi angelt gerade. Den juckt's natürlich nicht, was ich hier erzähle. Der ist ja live mit mir dabei. Aber um euch auf dem Laufenden zu halten und auch ein paar Tipps mitgeben zu können, will ich euch natürlich jetzt zeigen, was wir machen, was geändert wird, und in dem Moment, bumm, schlägt es bei ihm ein. So, kommen wir zurück zum Vorfach. Wie gesagt, montiert haben wir aktuell 0,35er. Wir werden jetzt nur hochgehen auf 40, weil dieser Unterschied von 0,35 zu 0,40 merken die Fische nicht. Und wir hatten ja jetzt die Waller-Aktion. Also ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass die Waller momentan aktiv sind, obwohl man gar nicht damit so rechnet bei so einem sonnigen Wetter. Ne? Die meisten verbinden ja Welsangeln mit Dunkelheit, aber ihr seht auch, bei Sonnenschein mit der Spinnrute kann gutes Welsangeln möglich sein. Warum überhaupt ein Vorfach? Es gibt ja viele Angler, die knoten ihren Kunstköder, ihren Wobbler einfach hier vorne an die Geflochtene. Ich mache das nicht, weil die Geflochtene doch wirklich sehr, sehr auffällig im klaren Wasser ist. Und wir haben aktuell am Neckar relativ klares Wasser. Und dann geht die wie so ein Strich durch die Landschaft. Und deswegen will ich im vorderen Bereich was für den Fisch Unsichtbares vor meinem Köder montiert haben. Deswegen nutze ich monophile Schnur, Fluorocarbon. Die weiteren Vorteile sind, ich habe ein bisschen Dehnung auf meiner Montage. Die Geflochtene hat ja nahezu null Dehnung. Die Mono vorne hat einen Puffer, dehnt sich, wenn der Fisch mal richtig einsteigt, wenn ich nicht gleich die Bremse richtig eingestellt habe, und hilft mir auch im Drill. Und sie ist natürlich gegen die Zähne der Räuber viel resistenter. Entschuldigung, dass es vielleicht im Hintergrund im Mikrofon immer mal so ein bisschen bollert. Aber wir sind hier an einer der Hauptverkehrsbrücken bei mir am Neckar. Hier ist richtig Autoverkehr, hier ist richtig Alarm. Und deswegen hört ihr ab und zu auch mal einen LKW hier drüber rauschen. Nächster Fisch. Andi hat den nächsten Fisch. Habt ihr die Bremse gehört? Rapfen Nummer 2. Wahnsinn.
Super Sache, läuft. Das ist doch Wahnsinn, oder? Während ich euch unser Vorfahrt erkläre, haut Andi hier einen Rapfen nach dem anderen raus. Jetzt haben wir sie definitiv gefunden. So, da bin ich wieder. Mega Aufregung hier am Brückenpfeiler beim Rapfenangeln. Genau, es ging um unser Vorfach. Warum ein Vorfach? In erster Linie sind alle 5 Räuber, die wir hier fangen wollen, auch Sichträuber. Der Welt sieht auch besser, als die meisten wirklich vermuten. Aber der Hecht, der Zander, der Rapfen, der Barsch können wirklich sehr, sehr gut sehen. Und deswegen ist auch dieses Fluorcarbon, was nahezu unsichtbar im Wasser ist, sehr, sehr wichtig. Und auch für die Zähne der Raubfische hat es natürlich eine höhere Abriebsfestigkeit als unsere dünne geflochtene. Ich fische hier eine 014er geflochtene von Quantum. Und auch beim Werfen habe ich Vorteile durch das Fluorcarbon-Vorfach im vorderen Bereich, weil sich der Köder weniger tängeln kann, verheddern kann in den Drilling und die Würfe einfach besser und sicherer durchzuführen sind. Das Fluorcarbon, wo der Waller drauf war, hat standgehalten, also muss man schon sagen, tippitoppi. Der Wels hat den Köder ja komplett weginhaliert und hat permanent mit den Zahnplatten auf dem Vorfach gescheuert im Drill, aber es hat alles gut geklappt. Ich werde jetzt, wie gesagt, auf ein 040er Fluorcarbon erhöhen. Ich ziehe mir dazu einen guten Meter von meiner Spule runter und benutze jetzt zum Verbinden von den beiden Schnüren, von meiner geflochtenen Hauptschnur und von meiner Fluorcarbon-Vorfachschnur, den sogenannten Blutknoten. Das ist ganz einfach, ich zeige euch einmal, wie ich ihn binde. Ich lege die beiden Schnüre aneinander, nehme dann das Ende der geflochtenen, führe es zurück, dass so eine Schlaufe entsteht und gehe mit dem Schnurende 6-mal durch die entstandene Schlaufe. Achtet darauf, dass die Schnurwicklungen schön nebeneinander liegen, nicht übereinander. Ein bisschen feucht machen. Und jetzt zieht ihr hier die geflochtene schön langsam zusammen. Genau das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite. Ihr dreht es rum, legt eure Fluorcarbon zurück, dass eine Schlaufe entsteht und wickelt 5-6 Mal über die geflochtene. Die dickere Schnur könnt ihr in der Regel immer ein paar Mal weniger ineinander wickeln als die dünnere Schnur. Ich bin jetzt auch 6 Mal rumgegangen, ein bisschen anfeuchten. Und jetzt wieder Zug. Achtet darauf, dass sich die Fluorcarbon jetzt auch schön, alle Wicklungen schön nebeneinander liegen. Jetzt nochmal nass machen, anfeuchten und gegeneinander ziehen, die beiden Knoten. Und so muss es dann aussehen, wenn die beiden Knoten hier richtig schön gegeneinander gelaufen sind. Das ist eine ganz ultimative Verbindung. Hält super. Den Knoten könnt ihr übrigens auch benutzen als Schlagschnurknoten beim Karpfenangeln oder um beim Welsangeln eine Schlagschnur auf eure Hauptschnur zu binden. Ich habe jetzt die überstehenden Enden kurz abgeschnitten. Vorfach ist drauf. Das Ende binde ich jetzt noch hier so einen Snap. Ohne Wirbelkörper, also nur vorne den Karabiner. Hier werden die Wobbler eingehangen. Der Snap hier wird verbunden mit dem ganz normalen Anglerknoten, den kennt ihr alle. Ihr legt die Schnur zurück, 7-mal um die eigene Achse, fixiert vorne das Ende mit Zeigefinger und Daumen. Geht dann mit dem Schnurende hier durch die Öse. Ein bisschen anfeuchten und zusammenziehen. Nochmal das Ganze straffen, dass es auch vernünftig hält. Zugprobe ruhig machen. Und schon kann der nächste Wobbler eingehangen werden und es geht weiter. Rapfen haben wir jetzt, Wels haben wir, der Hecht und Barsch haben wir. Es fehlt auf jeden Fall noch der Zander. Aber ich denke, wenn es heute Abend dunkler wird, wenn die Sonne ein bisschen an Kraft verliert, werden die Zander aktiver werden.
und das Angeln auf Wels mit unseren Teasern und den gut gekühlten Würmern hier im Kühlschrank. Wird auf jeden Fall auch noch eine ganz spannende Sache, wenn die Sonne dann hier im Stadtgebiet verschwindet. Denn dann wird es hier bedeutend ruhiger. Momentan ist hier richtig Alarm. Aber es ist auch, wie ihr seht, ein ganz spannendes Angelrevier. Ne? Die meisten Angler suchen immer die Ruhe. Und die Wildnis beim Angeln liebe ich ja auch. Aber jetzt auch hier im Stadtgebiet, bei mir am Neckar zu Hause, wo richtig Trubel ist, viele Leute am Ufer unterwegs sind bei dem schönen Wetter. Haufen Radau ist hier, also richtig Urban-Style-Fishing. Da knallst du dann doch wirklich richtig beim aktiven Angeln mit der Spinnrute. So, und wir machen jetzt weiter. Wir fahren jetzt nochmal hoch. Jetzt kommt die nächste OEG über die Brücke. Lass mal kurz durch. Bum, 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 bum. Da hört er die einzelnen Wagen richtig poltern. Weil da oben ist noch ein ganz interessantes Gebiet, also ein richtig tiefer Bereich, wo wir so 5 Meter Wassertiefe erwarten. Und dort vermute ich auch auf jeden Fall Waller unten drin liegen, vielleicht auch ein Hecht an der Kante zur Steinpackung. Und dort werden wir jetzt nochmal mit unseren Wobblern hochfahren, ein paar Würfe machen. Bin gespannt, ob es nochmal kracht. Wir sind gerade auf Platzsuche nach der perfekten Drift und haben gerade eine ganz komische Situation beobachtet. Ich zeige es euch mal schnell. Leute suchen hier alle irgendwie Kühlung und Schutz vor der Sonne. Ich verstehe bloß nicht, warum man dann seine Winterjacke anlässt und sich hier in die Steinpacken ins Wasser legt. Ich werde vielleicht mal fragen, ob er Hilfe braucht. Ja, das ist schon verrückt, aber jetzt kommt er raus, jetzt krabbelt er raus. Ja, das sind schon spannende Eindrücke, die mir hier beim Angeln in der Großstadt gewinnt. Ich vergesse ganz hier den Spot zu suchen. Guck immer noch zurück, ob es dem jungen Mann gut geht. Ich meine, wir waren ja auch baden, ne? Aber da zieht mal seine Klamotten aus und legt sich nicht mit der Daunenjacke hier im Fluss. Crazy, echt verrückt. Nächsten Fisch. Ich denke wieder ein Barsch. Nächster Einschlag auf den tieflaufenden Wobbler. Und es ist wieder ein Barsch. Die Barsche geben sich die Ehre. Petri Heil. Das ist definitiv kein Barsch. Muss man wieder zurückfahren. Und jetzt die Packung hier reinballern. Ein kleiner Bell. Das steht gut unten der Fisch. Ich schätze mal, das ist Waller. Oder ein guter Rapfen. Aber richtig reingeballert. Kurz vor die Packen geworfen, Köder.
glaube, das ist Waller. Definitiv, so wie die Bremse kreischt. Ja. Und eingenetzt. Da ist er, der Kollege. Geil. Ein echt richtig kleiner Köder. Aber wahrscheinlich imitiert der genau Beutefische, die sie momentan wollen. Der Waller hat auf unser Solarpanel gekackt. Das müssen wir jetzt schnell abputzen, damit weiterhin genug Energie in unseren Kühlschrank fließt. Vorne kommen oder hinten bleiben. Oder rapsen. Hier vor auf die Spitze. Das ist kein schlechter Fisch. Ab. Das war ein guter Fisch, ausgestiegen und am Boot. Richtig reingegangen. Schade. Da hinten steht er wie ein betrüppeltes Rehlein im Walde. Der war nicht schlecht. Weiter geht's. Was ein verrückter Angeltag hier bei mir in der Heimat. Wir haben wirklich alles gesehen. Geflügel am Ufer, Leute, die sich mit der Daunenjacke hier am Ufer ins Wasser legen, Stand-up-Paddler im Rudel, die hier auf den großen schiffbaren Flüssen unterwegs sind und Strandschönheiten, die hier den Grünstreifen der Stadt nutzen, um sich tagsüber zu sonnen und richtig geile Fische gefangen. Ein Fisch fehlt jetzt noch in der Sammlung, damit ich mein Versprechen halten kann, der Zander. Sind wir mal gespannt, ob er kommt. Wir haben richtig geiles Barschangeln erlebt, also richtig gute Barsche. Nicht die Riesenbarsche, aber Barsche bis knapp 40 cm, viele Barsche gefangen. Wir haben fantastisches Welsangeln erlebt beim Spinnfischen, also kann man fast so sagen Zufallsfänge, die auf die geworfenen Wobbler eingestiegen sind. Wir haben unseren Hecht gefangen. Nachdem ich meinen Rapfen verloren habe, hat der Andi am Brückenpfeiler zwei Rapfen reingeholt. Einfach mal so, wie ich euch das Vorfach erklärt habe. Und jetzt sagt der Andi da hinten, es reicht irgendwann. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen Schatten. Ein paar Wolken sind wieder über uns. Wir haben jetzt 18 Uhr. Lass uns doch jetzt schon mal ein bisschen klopfen. Und ich finde die Idee gar nicht blöd. Es hat richtig geballert heute die Sonne. Die Wespe will immer noch meinen Wallerschleim runterlutschen. Vielleicht könnte es jetzt schon funktionieren mit dem Wallerholz. Wir werden mal eine Drift machen hier über das tiefere Wasser. Und dann, wenn die Dunkelheit einbricht,
auf jeden Fall nochmal auf Zander schmeißen. So, schauen wir mal, ob die Baller schon Bock haben. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt probieren wir mal noch bei Tageslicht hier den Baller rauszuklopfen. Zwei Stück kamen schon mit der Spinnrute. War ein mega Highlight. Aber jetzt gehen wir mal gezielt drauf, aktiv auf Welt. Im gleichen Gebiet, wo wir die ganzen anderen Räuber fangen. Die Würmer sind tipptopp, eisgekühlt. Aus unserem Kühlschrank. Pro Haken beim Teaser 3 Stück und erzeugt ein schönes saftiges Bündel. Im Kühlschrank sind die Würmer so eiskalt und so fit. Ich denke, da wird es auch mit dem Neckarwaller nicht lange dauern. Ich habe auch hier jetzt bei meinem Glasperlenteaser, den kennt ihr ja, die Glasperlen runtergemacht. Könnt ihr einfach unten abziehen, als Silent Teaser gebaut, weil auch in dem Gebiet, wo wir jetzt unterwegs sind, viele andere Angler klopfen und die Welsen natürlich einiges kennen und gewohnt sind. Und um dann noch Erfolg zu haben, seine Fische zu fangen, muss man sich natürlich irgendwas einfallen lassen. Und dann werde ich erstmal relativ unauffällig anfangen, das Wurmbündel unten zu präsentieren. Und wenn sie da keinen Bock drauf haben, kommt schnell ein lauter Teaser zum Einsatz, der richtig Krach macht unter Wasser, richtig Radau. Aber jetzt testen wir erstmal die Silent-Version. Und das ist ja auch das Tolle, ne? Ihr könnt euren Teaser problemlos umbauen, Glasperlen runterziehen, aufbewahren. Und wenn ihr wieder irgendwo unterwegs seid, wo die Waller nicht so richtig wollen, macht ihr sie wieder drauf, könnt schön klappern unter Wasser. Das ist doch ein saftiger Happen, oder? Schauen wir mal, ob sie Bock haben. Ihr seht jetzt dort im Echolot meine Köderlinie, also die Linie vom Teaser, gehe jetzt runter, taucht da ab, ich gehe jetzt hoch, kann ich ihn anheben. Jetzt schauen wir mal, ob die Welse Bock haben. Genauso viel Bock auf unser Wurmbündel wie auf die Wobbler. Andi hält jetzt die Rute in der Hand, hat die Rollenbremse geöffnet. Ich ziehe mir die Schnur runter, die ich brauche. Ich beobachte das Echolot. Wir angeln jetzt gerade in einer Trift, die hat so 5 Meter Wassertiefe. Und den Handschuh habe ich an, um einen beißenden Fisch schnell fühlen zu können und dann auch dem Fisch direkt eine mitgeben zu können. Und mit der dünn geflochtenen Schnur, die ich auch beim Klopfen benutze, würde ich mir sonst in die Finger schneiden. Richtig guter Dampfer kommt auf uns zu, den lassen wir kurz vorbei und dann geht es weiter. Wir werden uns jetzt auch erstmal umziehen. Es wird jetzt nach dem heißen Tag doch abends zunehmend frischer.
kommt, Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt. Achtung, Fisch war im Köder, Fisch geht wieder. Schön hochgestiegen. Fisch kommt wieder, geht wieder zum Grund. Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt. Merken Fisch, schnellen Fisch. Laut mir die ganzen Würmer. Nächster Wurm ist weg, nächster Wurm ist weg. Nächster Wurm ist weg, geht wieder zum Grund. Fisch kommt wieder, Fisch kommt wieder. Vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Fisch kommt wieder, Fisch steigt, Fisch steigt, Fisch steigt, Achtung, 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 Achtung. Er nimmt es aber, er nimmt es nicht richtig, er nimmt es. Fisch hängt, Fisch hängt. Fisch ist wieder ab. Schaut es euch mal an. So sieht es aus. Eben war es voll, jetzt ist leer. War kein Riesenwaller, aber... Oh ja, da drüben hat es eben gut geraubt an der Packung. Unteren Würmer alle weggefressen, aber nicht haken können. Wird spannend jetzt. Achtung, Fisch am Köder, Fisch am Köder, Fisch am Köder. Wieder runtergegangen. Guckt euch das mal an, der startet da hoch und startet wieder zurück. So vorsichtig sind die Jungs. Aber wir kriegen jetzt gleich ein. Ist wieder was am Grund. Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt. Achtung, Achtung, Achtung. Ah, haut wieder ab, haut wieder ab. Kommt wieder, Fisch kommt wieder, jetzt ist er am Köder, haut wieder ab. Wirklich verrückt, wie die reagieren. Kommt nochmal, jetzt greift er an. Ich merke am Wurmbündel, kommt noch ein zweiter dazu. Achtung, 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 ich hab Biss. Haut wieder ab. Der untere Haken ist praktisch blank. War kein Riesenwels, aber er hat uns den kompletten unteren Haken komplett abgeräumt. Den holen wir uns auf jeden Fall noch ab. Die 3 Euro für die Wurmbüchse, die hole ich mir zurück. Die Hunde mögen uns auf jeden Fall hier. Die kläffen uns schön voll am Ufer. Die ganzen Passanten, die am Ufer vorbeilaufen, wissen ganz so genau, was hier abgeht. Klopft einer mit einem Holz hier aufs Wasser. Manche Manche fragen, ob wir Hilfe brauchen. Wenn die wüssten, was wir hier für Fische fangen. Dann würden die Jungs am Ufer, glaube ich, anders gucken. So. Das Wurmbündel ist wieder safe. Nächste Dose ist komplett leer. Unser Wurmbündel ist wieder aufgepeppt. Eine Triftchance geben wir den Elsen jetzt noch. Wenn nicht, gehen wir noch mal kurz Zander angeln und probieren es dann in der Dunkelheit noch mal auf Waller. Aber das will ich jetzt wissen.
Fisch kommt, Fisch, guter Fisch, guter Fisch, guter Fisch, guter Fisch kommt. Fisch ist genau am Köder. Fisch ist, geht wieder weg. Nein, 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 komm, 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 komm. Der ist, hat eine bessere Sichel als der, als unser Wurmdieb. Das ist so spannend gerade. Der eben sah echt gut aus. War eine schöne Sichel. Auch kein Riesenwels, ja, aber war ein Wels, der schön ans Wurmbündel rangestiegen ist, aber keine Reaktion. Eine halbe Stunde geben wir den Jungs jetzt hier noch. Dann gehen wir nochmal Zander angeln. Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt, Fisch kommt, Achtung, Fisch kommt, Fisch kommt. Hab einen Biss, hab einen Biss, hab einen Biss. Fisch ist da, Achtung, Fisch hängt. Er hängt, ich habe ihn gekriegt, er hängt. Der Wurmdieb ist gefangen. Die Jungs da drüben machen die richtige Musik für uns. Üt, üt, üt. Wir haben ihn. Wir haben den Wurmdieb. Es wird wahrscheinlich nicht der gleiche sein, aber wir haben unseren Klopfwels. Da ist er. War wirklich ein richtig spannender Krimi. Besser als Fernsehen. Würmer geklaut, runtergegangen, Platz gewechselt. Würmer geklaut, runtergegangen, Platz gewechselt. Und da ist er, der Kollege. Geil. Kein Riese, aber es war schon herausfordernd, den Kollegen hier ins Band zu bekommen. Und jetzt holen wir unseren Nachtzander ab. Im Hintergrund ballern die übelsten Techno-Beats in irgendeiner Lagerhalle hier. Und wir probieren hier noch direkt in der Steinpackung einen Zander abzuholen. Wir haben ganz flach laufende, schlanke Wobbler am Start jetzt. Und hoffen, dass die Zander irgendwo in diese kleinen Fische reinschießen, die wir heute tagsüber in der Packung hier gesehen haben. Aber es ist jetzt wirklich, wirklich zäh. Hat alles gut geklappt. Waller kam, Basche kam, die Rapfen kamen und sogar der Hecht kam. Aber der Zander macht es uns wirklich schwierig. Habt ihr sowas schon mal gesehen, Jungs? Boah, das ist echt heftig. Deswegen wird auch der Zander, boah, ich habe die überall im Mund, in der Nase, im Rücken. Wahrscheinlich wird auch wegen den Eintagsblüten der Zander jetzt nicht gekommen sein. Ist ja klar, dass die Zander satt sind.
Wie willst du denn da einen Zander fangen? Wenn Tausende von Eintagsfliegen selbst beim Boot drin hängen. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Hafen. Wir haben super genächtigt und noch ganz lecker gestern Abend gegessen. Die Barschfilets waren der absolute Hammer. Was wirklich verrückt war oder krass war, ja. Ihr habt ja gestern Nacht beim Zurückfahren diese Mengen an Eintagsfliegen gesehen. Das ganze Boot war voll. Die sind in die Augen eingeflogen. Also es war der Wahnsinn, was da an kleinen, brummenden Flugzeugen hier unterwegs war. Und da ist es wahrscheinlich wirklich kein Wunder, dass die Räuber doch momentan sehr launisch, ein bisschen zickig sind, weil sie einfach diese Teile fressen. Ja, die fliegen irgendwo aufs Wasser, wo man ein bisschen Licht hat. In den meisten Häfen oder auch im Stadtgebiet sind ja viele Lampen am Ufer. Und da ist es natürlich eine ganz, ganz einfache Beute für die Fische. Und vielleicht lag es auch daran, dass wir den Zander dann doch nicht mehr bekommen haben. Aber es war doch eine ganz fantastische Fischerei hier bei mir im Stadtgebiet. Wir konnten 4 verschiedene Raubfischarten fangen, hatten ganz spannendes Welsangeln am leichten Gerät, ein paar Rapfen noch abgeholt, den Hecht gefangen und die Barsche. Das ist ja sensationell, was da los ist. Und ich bin mir ganz sicher, das nächste Mal wird der Zander, der Stachelritter, wieder dabei sein. Was wirklich eine ganz, ganz coole Sache ist für alle, die gerne outdoor unterwegs sind, mehrere Tage am Wasser, beim Wandern, beim Camping, bei was weiß ich, ist dieser Kühlschrank in Verbindung mit der Powerbox und dem Solarpanel. Also, dass man draußen, wenn man unterwegs ist, alles über das Solarpanel problemlos aufladen kann. Alles eiskalt in unserer Box und dass es so bleibt und dass wir auch nicht zu viel Energie hier von unserer Travelbox runterziehen. Draußen auf dem Wasser haben wir jetzt perfektes Licht und können die Travelbox, während die Kühlbox Strom zieht, über das Solarpanel wieder aufladen. Ganz effektive Sache, kein Stromverbrauch. Nur durch Sonnenlicht, was über das Solarpanel in die Box eingetragen wird, halten wir unseren Kühlschrank am Leben, am Laufen, um kühle Angelköder und kühle Getränke hier an Bord zu haben. Wenn ihr auch auf dieses Setup Bock habt und nicht auf kalte Getränke, kalte Lebensmittel und immer frische Angelköder verzichten möchtet bei euren Touren, findet ihr nochmal eine ausführliche Produktbeschreibung und die Links zu Sondereinkaufskonditionen hier in der Videobeschreibung. Wir sehen uns am Wasser. Alles Gute für euch, dicke Fische und viel Spaß da draußen beim Angeln. Euer Stefan. Ciao, ciao.